machen. Wenn Sie den Kontakt suchen zur Alternative für Deutschland, dann finden Sie den definitiv im Internet. Ansonsten nehmen Sie auch gerne über unsere Seite, über den Merkel muss weg Mittwoch mit uns Kontakt auf. Ganz kurze Einladung noch vom Herrn Wiese, bevor wir reingehen und uns die Scheinargumente der noch Regierenden anhören. Morgen ist wieder Mittwoch, Morgen ist wieder Merkel muss weg Mittwoch. Kommt bitte zum Kanzleramt. Es macht Spaß. Es macht Spaß, wie auch Merkel sich immer mehr hinter ihrer Dependance versteckt. Ich hoffe, sie hat ja mal in Tag der offenen Tür jemandem zugesagt, mal runterzukommen. Ich warte, ich stehe bereit, auch wenn sie Politik erfahren ist. Aber es gibt einfache Fragen, die uns dann Frau Merkel auch erklären kann, hoffe ich zumindest. Also morgen ab 18 Uhr vor dem Kanzleramt in Berlin wieder ein Merkel-muss-weg-Mittwoch. Heute Abend eine Bürgerversammlung hier im Kulturhaus in Seelow, die wir aus verständlichen Gründen, weil es wahrscheinlich auch ein bisschen lange werden wird, nicht live übertragen. Es wird aber entsprechende Fernsehberichte geben, die Sie dann auf unserer Seite finden. Für den Moment erstmal herzlichen Dank für Ihr Interesse. Einen guten Abend aus Seelow, der Kreisstadt des Kreises Märkisch-Oderland im schönen Land Brandenburg, wo jetzt in diesen Minuten die Bürgerversammlung beginnt, wo viele, viele Bürger von Seelow sagen werden, nein zum Heim, denn wir wollen kein Ghetto in unserer Stadt. Guten Abend.